Position in Warteschlange. 12.1466 geschätzte Wartezeit 275, 126 Minuten. Ich glaube nicht, dass ich bereit bin, das einfach zu warten. Tja, da muss ich wohl auf WoW Classic noch ein bisschen warten. Das ist gemein. Das ist sehr, sehr gemein. So, hi ihr Lieben. Nachdem mein versuchtes WoW Classic Spielen gescheitert ist, weil ich wie viele Minuten? 249 Minuten geschätzte Position in Warteschleife waren. 12.000 und paar zerquetschte. Gescheitert ist, habe ich mir gedacht, ich mache ein kleines Video zu Let's Play den Schutzpaladin. Und zwar, das ist die Tank-Spezialisierung in World of Warcraft, Battle for Azeroth. Ja, ich spiele mit meiner lichtgeschmiedeten Draenei. Das ist eine von den verbündeten Völkern, die man sich quasi freischalten konnte. Ja, konnte. Und das war eine lange Questreihe, verbunden mit Geschichten, also mit dem kompletten Geschichtsstrang zu einem bestimmten Gebiet. Und dann natürlich, ich glaube, Ruffarm musste man natürlich auch. Ja, also, das ist meine lichtgeschmiedete Draenei. Und, ja, das ist die Tank-Spezialisierung in WoW. Ich wusste gar nicht, dass hier irgendwelche Greifen rumflattern. Ah, okay. Ja, also ich habe das Add-on installiert. Tidy Plates? Thread Plates? Genau, Thread Plates. Und zwar, dann sind hier die Namensplaketten anders als wie von WoW vorgegeben. Ein bisschen dicker. Ja, das ist ein bisschen besser, wenn man sowieso Brillenträger ist. Und eh einen nicht so gut sehen kann. Obwohl, eigentlich sollte die Brille das ja tun. Aber ist das schon irgendwie besser. Und vor allen Dingen in einem Dungeon hilft mir das. Okay, ich weiß, das ist zwar jetzt Pipi. Und das sagt über mich... Nein, das sagt gar nichts über mich aus. Und zwar, mir hilft das immer in einem Dungeon. Dann habe ich mir das so eingestellt, wenn ich genug Aggro aufbaue als Tank, dann ist das rot bei mir. Hier die Namensplaketten. Und wenn ich die Aggro irgendwie gerade verliere, dann ändert sich die Farbe. Ich glaube dann in grau, dann ist es dann, glaube ich, ja, dann tanke ich nicht richtig. Ja, und da ich sowieso nicht der große Profi jetzt im Tank-Spielen bin, hilft mir das schon ziemlich sehr. Ich finde, jeder hat eine Chance verdient, mal einen Tank zu spielen. Wenn man darauf Lust hat, dann soll man auch gar nicht drauf hören, was die anderen Leute sagen. Da kommen dann wieder Gemaule. Ah, du bist so scheiße, du bist so schlecht, tank mal richtig. Oder viele verlassen dann die Instanz. Ich denke mal, viele von euch wissen bestimmt, wovon ich rede, aber lasst euch nicht entmutigen. Naja, obwohl, ich habe mich ja schon mal entmutigen lassen. Aber ich mache weiter. So, spiel mir mal ein bisschen Schutzpaladin. Ich befinde mich gerade in dem Schattenhochland. Ja. Ich bin Stufe, sag schnell, 88. Das heißt, nicht mehr lange, dann kann ich endlich zu Draenor. Draenor? Warlords of Draenor. Fliegen. Gebiet. Erkunden. Danke. Ja. Deswegen, ich habe noch 2 Stufen, dann kann ich endlich nach Draenor reisen und da die Quests machen, was auch immer. Ja, ich level sie gerade hoch, weil Paladin Tank spielen macht schon halt Spaß. Ja. Gut, also falls irgendjemand Fragen an mich hat, ich spiele WoW schon eigentlich ziemlich lange. Aber wahrscheinlich nicht lange genug und auch nicht professionell genug wie manch anderer. Aber bestimmt können sich einige von euch bestimmt mit mir identifizieren, die auch halt berufstätig sind und das jetzt nicht stundenlang machen können. Ja.
So. Ach so, ich muss noch den. Wie heißt das? Verallschlamm? Verallschlamm. Verallschlamm. Oha. Ich kann das nicht aussprechen. Peinlich. Den muss ich noch sammeln. Ja, dieses Video sollte jetzt auch mehr so ein kleiner Test werden. Ich wollte gucken, wie ich das mit der Software hinkriege, wie ich das mit meiner Kamera hinkriege. Allgemein, ja, also ich merke schon irgendwie, ja, ich bin nicht so ganz zufrieden mit der Aufnahme. Ich wollte auch streamen, also bei Twitch. Das hatte ich eigentlich vorgehabt. Aber ja, meine Internetleitung gibt das wohl nicht her. Ich habe mir jetzt eine schnellere deswegen besorgt. Nein, aber auch so mal. Ja, falls jemand Tipps von euch hat. Also ich habe da die Kamera und das Mikrofon ist, glaube ich, die Kamera. Deswegen hört man auch, glaube ich, extrem, wenn ich auf den Tasten rumhaue und auf der Maus. Ja, vielleicht habt ihr irgendwie eine Ahnung, wie man das besser einstellt. Stellen kann, wenn man OBS benutzt oder diese Streamlabs nicht. Ich glaube, ich benutze gerade Streamlabs. Ist ja selber, ist ja quasi ungefähr die gleiche Mache. Ja, das ist mir noch nicht so ganz klar, wie ich das am besten einstellen kann. Und ja, ich weiß jetzt halt nicht, muss man jetzt unbedingt ein Mikrofon sich noch extra kaufen, weil das Mikrofon von der Kamera natürlich nicht toll ist. Moment, Buffy. Ich glaube, das sieht man eventuell, dass da Käfige stehen. Ja, da hinten ist Buffy. Buffy! Buffy? Hier, komm! Mama spielt jetzt WoW. Ja. Keine Ahnung, das ist schade. Weil mir macht das nämlich eigentlich extrem viel Spaß zu spielen, WoW. Ist meine Leidenschaft. Aber irgendwie, ja, wenn man nicht mal da was ausprobieren kann, finde ich es schon irgendwie schade, weil es irgendwie an Software liegt oder weil man es nicht genau weiß, wie das geht. Finde ich es echt schade, dass das jetzt daran quasi scheitert. Ja, okay. Haben wir alles? Gut, dann gehen wir die Quest mal ab. Ach Mann, ich wollte so gerne Classic spielen. Ah. 259 Minuten. Ich kann es ja gleich nochmal versuchen. Ja, was soll ich noch erzählen? Wie gesagt, das sollte nur ein kleiner Test sein, auch in Vorbereitung auf mein Streamen bei Twitch, wenn die neue Internetleitung da ist und ja, ich vielleicht wirklich überlege, Mikrofon, Kamera, technisch, irgendwas anders zu machen. Technisch. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ich habe irgendwie Probleme mit dem Wort Geschichte. Technisch. Ich habe da irgendwie so ein. Ich spreche das komisch aus. Komisch. Schade, dass man eigentlich irgendwie nicht mehr so die Zeit nimmt, um den Quest-Dialog sich anzugucken, durchzulesen. Heute muss irgendwie alles mal schnell gehen. Ja, Schlamm. Ich habe dir Schlamm gebracht. Ah, Sturmwind bin ich jetzt respektvoll. Den Ruf. Das ist ja schon mal gut. Also, wer noch Ruf bei der Fraktion Sturmwind braucht, im Schattenhochland, in den östlichen Königreichen, hier kann man noch Ruf für Sturmwind farmen. Was haben wir denn? Allianz. Respektvoll. Ah, cool. Okay. Ja, also. Ich glaube, ich verabschiede mich mal. Buffy braucht mich auch. Ja, wie gesagt, das war nur ein Test. Falls jemand Tipps für mich hat, ich wäre sehr dankbar dafür. Gut. Dann schon mal vielen Dank.